Mein Name ist Ulrike Zobal und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich über den Beginn der Liebeslyrik in Mitteleuropa sprechen, im hohen Mittelalter, vor allem in Frankreich und auch dann in den deutschsprachigen Gebieten. Diese Entwicklung einer neuen Liebeslyrik, wie wir sie vorher in Europa so nicht kannten, wurde hervorgerufen auch und beschleunigt durch die Begegnung mit der arabischen Literatur, vor allem auch in Andalusien. Diese arabische Liebeslyrik pries die Sinnlichkeit. Sie proklamierte einen Sex ohne Schuldgefühle, auch mit homoerotischen Gedichten. Sie stellte die Frauen auf ein Podest und fand Gott in der Erscheinungswelt wieder, in der Schönheit der sinnlich erfahrbaren Welt. Diese Lyrik war zum Teil auch in den Volkssprachen Andalusiens verfasst und das machte in Europa, in Mitteleuropa, Eindruck. Europa übernahm Momente dieser Liebeslyrik, adaptierte sie, veränderte sie, schlug vollkommen andere Töne an, die vor allem eben auch geprägt waren durch die Vorstellungen der christlichen Religion. Blicken wir ganz kurz zurück. Die Christianisierung Europas seit der Spätantike war immer verbunden mit der Adaptierung der griechischen Philosophie eines Platon und eines Aristoteles. Und vor allem Platon wertete die Sinnenwelt zugunsten der metaphysischen, transzendenten Ideenwelt ab. Die sinnlich erfahrbare Welt, die körperliche Welt der Dinge, war weniger wert als diese nicht sinnlich erfahrbare, transzendente Welt, die allenfalls mit dem Verstand logisch erfasst werden konnte, aber auch das nur in eingeschränktem Maße. Es kam also durch die Verbindung der christlichen Moral mit der platonischen Leibfeindlichkeit, wie man es genannt hat, zu einer Ablehnung der körperlichen, sinnlich erfahrbaren Welt und gerade eben auch der Sex zwischen Mann und Frau wurde verbunden mit dem Gedanken der Erbsünde, vor allem auch durch den Kirchenvater Augustinus, so um 400 nach der Zeitenwende. Dort, wo sich dieses Christentum durchsetzte in den folgenden Jahrhunderten, verband sich der Gedanke der Körperlichkeit zwischen Mann und Frau immer mit dem Gedanken des Sündenfalls, der Erbsünde, Evas und der Schlange und des Apfels, den Eva eben Adam gereicht haben soll. Homoerotik war in diesem Zusammenhang absolut tabu, in diesem christlich geprägten Abendland, obwohl es auch da Zeiten gegeben hat und Orte, in denen man diese Homosexualität und Homoerotik weniger streng beurteilte. Im frühen 12. Jahrhundert nun kam es zu Übernahmen und einer Neuerfindung der Liebeslyrik in Südfrankreich durch die südfranzösischen Troubadoure und etwas später durch die nordfranzösischen Trouvères. Ungefähr 50 Jahre später wurde diese Form der höfischen Liebe, wie man sie genannt hat, dann auch im deutschsprachigen Raum besungen. Nun, in einem vollkommen anderen Zusammenhang und vollkommen anders interpretiert, als das in den arabischen Ländern der Fall war. In dieser Zeit begann man zu unterscheiden zwischen dem, was man die höfische Liebe nannte, die fin amour, und setzte diese höfische Liebe ab von der bäuerischen Liebe, die triebhaft, körperlich, derb sein sollte, und dagegen proklamierte man eine affektkontrollierte, triebverzicht leistende
Form der höfischen Liebe, die dann dem Adelstand, dem Ritter zugesprochen wurde. Das galt als ehrenhaft und davon setzte man dann eben ein sehr derbes Verhalten ab. Das heißt, ab dem frühen 12. Jahrhundert entwickelte sich in Mitteleuropa eine Vorstellung von Liebe, die sich von der früheren Vorstellung unterschied. In den früheren Jahrhunderten, im frühen Mittelalter, muss man davon ausgehen, dass Sex zwischen den Geschlechtern natürlich war. Ein natürliches Ausleben der Geschlechtlichkeit zwischen Mann und Frau war einfach normal, war nichts irgendwie Kritisierbares. Aber nun im frühen 12. Jahrhundert wurde das als unhöfisch charakterisiert und auf einmal dem dritten Stand, dem bäuerlichen Stand zugewiesen. Die ritterliche höfische Liebe, das war die wahre, edle, adlige Liebe und die kannte eben auch einen Triebverzicht und eine Affektkontrolliertheit. Wobei wir eben auf ein generelles Problem gestoßen sind, nämlich dass Liebe zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Epochen, an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich verstanden wird. So wie wir die Liebeslyrik in der arabischen Welt im hohen Mittelalter beschrieben haben, war das eine Liebe, die sich an den sinnlichen Erscheinungen der Welt erfreute. Die Liebe in Mitteleuropa, in den christlichen Landen, der Liebesbegriff der Troubadoure, Trouvères und der deutschen Minnesänger unterschied sich davon schon einmal vollkommen durch die Betonung der Sündhaftigkeit körperlicher Liebe. Und wenn wir 600 Jahre weitergehen in Europa und zur Romantik kommen, dann finden wir dort wieder eine vollkommen andere Liebesvorstellung als im hohen Mittelalter. In der Romantik wird die Liebe zu einem Gefühl zwischen Mann und Frau, einem sehr privaten Gefühl. Das ist jetzt im hohen Mittelalter vollkommen anders. Hier handelt es sich um eine Liebesvorstellung, die gerade sehr gesellschaftlich gedacht wird, also das Verhalten einer bestimmten Bevölkerungsgruppe in der mittelalterlichen Gesellschaft charakterisiert, nämlich das Verhalten des Adels. Also es begann in Südfrankreich mit den Troubadouren im frühen 12. Jahrhundert und diese neue Liebeslyrik wurde von Menschen aus den verschiedensten Schichten geschrieben. Da waren Könige drunter, Fürsten, der hohe Adel, der niedere Adel, auch einfache Spielleute. Und in Frankreich, im Unterschied zu Deutschland, schrieben sowohl Männer als auch Frauen diese neue Liebeslyrik. Der erste Troubadour war ein mächtiger Fürst seiner Zeit, Wilhelm von Aquitanien der IX. Vorher hatte man in Frankreich neben den volkstümlichen Texten, die Zaubersprüche, Mythen und Sagen beinhalteten, Texte gekannt, hohe Literatur, die eigentlich vorwiegend auf Latein geschrieben worden war. Das waren Heldenlieder, aber auch dann eben Heiligenlegenden und eine ganze christliche Literatur, die in einer Hochsprache, nämlich dem Latein, geschrieben wurde, was eben nicht sozusagen auf der Straße gesprochen wurde. Die erste deutsche Dichterin aus dem 10. Jahrhundert, Roswitha von Gandersheim, war eine Dichterin, die auf Latein geschrieben hat. Nun, im frühen 12. Jahrhundert kommt in Südfrankreich, aber dann eben auch in den deutschsprachigen Bereichen, kommen Texte auf, die in den jeweiligen Volkssprachen geschrieben sind. Auch das ist ja eine Annäherung an Traditionen, die wir aus Andalusien kennen.
In Frankreich schrieb man in Languedoc und in Deutschland dann in Mittelhochdeutsch. Ganz kurz einmal zu den Volkssprachen. Wir haben in Europa Sprachfamilien, die sich ganz grob in zwei große Bereiche teilen lassen. Das sind zum einen die romanischen Sprachen, zu denen eben dann auch die Languedoc gehört, das Französische. Ihr Ursprung ist das Latein, aus dem sich dann sozusagen verballhornt die romanischen Sprachen entwickelt haben. Und in diese Sprachen hinein kamen Lehnwörter aus anderen Sprachfamilien, zum Beispiel aus dem keltischen Sprachkreis. Das ist der eine Teil. Und in den deutschsprachigen Landen, das war ein Sprachraum, der eben zu den germanischen Sprachfamilien gehört. Und diese Ausdifferenzierung in unterschiedliche Sprachkreise ging ab dem 6. bis ins 9. Jahrhundert vor sich. Schon im 9. Jahrhundert kennen fast alle, die ein Gymnasium besucht haben und die Karolingerzeit im Geschichtsunterricht durchgenommen haben, die sogenannten Straßburger Eide. Und diese Straßburger Eide wurden eben nun einerseits in Althochdeutsch abgehalten und andererseits in einem Altfranzösisch. In der Folgezeit entwickelte sich in Frankreich, entsprechend dann auch in den deutschsprachigen Räumen, Dialekte, die zum Beispiel eben südliche und nördliche Regionen unterschied. Und in Frankreich war das der Unterschied zwischen der Languedoc und der Langueuil. Die Languedoc, das Provenzalische in Südfrankreich, und die Langueuil, die um das Zentrum der Königsgebiete um Paris herum gesprochen wurde. Erstmals belegt ist die Languedoc im 1002 in einer Urkunde. Und sie wurde dadurch, dass die Troubadoure gesprochen haben und in dieser Sprache getextet haben, wurde sie zu der ersten volkstümlichen Literatursprache in Mitteleuropa, die wir kennen. Diese Troubadoure texteten ihre Lieder, vor allem die Blütezeit dieser Texte war zwischen 1100 und circa 1250. Aus dieser Zeit sind um die 2000 Lieder überliefert, also Texte. Wir haben es mit Überlieferungen von Texten zu tun. Die Musik ging eigentlich verloren. Texte, die eigentlich Songtexte waren, also umgangssprachlich und neudeutsch würde man sie Lyrics nennen, also Texte zu Liedern. Und diese Texte waren nun sehr kunstvoll in Languedoc geschrieben, einer hochentwickelten Reim- und Strophentechnik. Die bekanntesten Formen ist zum Beispiel die Canzo, also ein Lied, das die Damen pries. Dann gab es die sogenannten Sirventes, Rügelieder. Dann das Alba, ein Tagelied, das die Trennung nach einer gemeinsam verbrachten Nacht beschrieb. Und die Pastorellen, das Aufeinandertreffen eines Ritters mit einer Hirtin in einer ländlichen Umgebung. Das sind die Hauptformen, Liedformen, die diese Troubadoure geschrieben haben. Ungefähr 50 Jahre später schwappt diese neue Dichtkunst in den deutschsprachigen Raum über und es entstand der sogenannte deutsche Minnesang. Circa Hochzeit zwischen 1150 und 1250. Und im Unterschied zu den französischen Gebieten waren es hier ausschließlich Männer, die diese Lieder geschrieben haben und vor allem auch Männer aus dem niedrigen Adel, die sogenannten Ministerialen.
Der historische Hintergrund dieses Stauferreiches war nun folgender. Das Stauferreich reichte in dieser Zeit ja in weite Gebiete des heutigen Frankreichs hinein. Zum Beispiel beinhaltete es Burgund, das östliche Burgund, und ging hinunter bis an das Meer in die Provence. 1178 wurde Friedrich Barbarossa in Arles zum König von Burgund gekrönt. Und so war die räumliche Nähe zu den südfranzösischen und dann auch nordfranzösischen Liebeslyrikern gegeben, und es entstand der sogenannte deutsche Minnesang. Man spricht meistens von drei Phasen dieses deutschen Minnesangs. Einer ersten Phase, in der die Lieder relativ machohaft, noch derb, die Liebe angehen. Dann die Hochzeit des deutschen Minnesangs, die hohe Minne, in der die Liebe in einer sehr idealisierten, sehr sublimierten Form beschrieben wird. Und schließlich die unglücklich genannte, sogenannte niedere Minne, auf die ich ganz kurz zum Schluss auch noch zu sprechen komme. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass diese neue Form der Liebe, die hier in den Gedichten proklamiert wird, das Verhalten einer bestimmten Bevölkerungsgruppe charakterisiert, nämlich des Adels. Diese Liebe, diese Art zu lieben, diente der Abgrenzung gegenüber dem dritten Stand, dem Stand unterhalb des Adels. Es war die Zeit, in der gesellschaftlich gesehen die sogenannte Ständepyramide entstand, also in der sich die drei großen Bevölkerungsgruppen, der Adel, Klerus, Adel und der dritte Stand, die Bauern, in einer Hierarchie über- und unterordneten. Und so wurde zum Beispiel 1186 im deutschsprachigen Raum den Bauern der Aufstieg in den Adelstand verboten. Was sind nun die Hauptmerkmale dieser mitteleuropäischen Liebeslyrik? Ich möchte drei nennen. Erstens also die gedankliche Verbindung von geschlechtlicher Liebe mit dem Gedanken der Erbsünde und der Sündhaftigkeit ganz allgemein. Dazu gehört, dass eben auch Homosexualität, Homoerotik in den europäischen Landen tabuisiert wurde, was in den arabischsprachigen und dann auch persischsprachigen Texten des Orients nicht der Fall ist. Zweitens, eben diese neue Art von Liebe ist kein privates Gefühl, was da beschrieben wird, sondern es ist ein sozialer Akt. Diese Art zu lieben kennzeichnet jemanden als zu einem bestimmten Stand gehörig, nämlich zum Adelstand. Und drittens, der dritte Schwerpunkt dieser neuartigen Liebeslyrik in Mitteleuropa, dieser Schwerpunkt liegt auf der Beziehung zwischen Geliebtem und Liebendem. Es ist eine Relation, die in diesen Gedichten beschrieben wird. Und das Grundmuster ist das von Gabe und Gegengabe, das nun auf eine neuartige Weise variiert wird. Schauen wir uns den ersten Punkt etwas genauer an. In Europa wird Sex mit dem Gedanken der Sünde verbunden. Und nun wird ein Gegensatz konstruiert, den es davor im frühen Mittelalter so nicht gegeben hat. Nämlich der Gegensatz zwischen der höfischen Liebe, der Finamour, der feinen höfischen Liebe, einem Verhalten, das der adligen Oberschicht zukommt und das von ihr aus gesehen ein soziales Verhalten ist, nämlich das Verhalten, das sie assoziiert zu dieser adligen Oberschicht. Und davon wird abgesetzt die bäuerische Liebe, die dörperliche Liebe, die derbe Liebe, die Liebe des dritten Standes, und diese Liebe wird nun
aus der Sicht der Oberschicht, der adligen Oberschicht, als asozial beschrieben. Wer sich so verhält, verhält sich asozial, bezogen auf seinen eigenen adligen Stand. Richtig ist nun, dass man die Liebe affektkontrolliert angehen kann, dass man Triebverzicht leisten kann. Und der dritte Stand, die, von denen man sich abgrenzt, die werden als triebhaft charakterisiert. Zu Punkt 2. Genau das ist schon angesprochen worden. Liebe als sozialer Akt. Liebe ist kein privates Gefühl, was hier beschrieben wird, sondern das soziale Verhalten eines bestimmten Standes, nämlich des Adels. Man spricht hier von Vergesellschaftung. Wer affektkontrolliert handelt, wer Triebverzicht leisten kann, der kennzeichnet sich als zum Adel gehörig, zur Gesellschaft des Adels gehörig. Jetzt ist die große Frage, wie kann ich den Triebverzicht leisten? Wie handle ich denn affektkontrolliert in so einer lebenswichtigen Sache, wie ist das der Sex zwischen Mann und Frau ist? Erste Antwort, das geht nicht in einer Ehe. Die Ehe als Institution ist ausgerichtet auf Erbe, Vererbung der Güter und der Produktion von Nachkommen. Der sexuelle Vollzug der Ehe, das ist das wesentliche Moment der Ehe, was zu ihr sozusagen begrifflich, inhaltlich, juristisch gehört. Das heißt, diese neue Form der höfischen Liebe, die eben genau keinen sexuellen Vollzug im Auge hat, kann nicht einhergehen mit Beschreibungen eines Verhältnisses innerhalb einer Ehe. Die höfische Liebe behandelt eigentlich fast nur außereheliche Beziehungen. Damit nun der Triebverzicht auch wirklich großartig rüberkommt, muss ein heftiges sexuelles Begehren zwischen den Liebenden vorhanden sein. Und auch das wird diese Sehnsucht, diese Gier nach dem anderen, wird in den neuen modernen Gedichten der Zeit deutlich. Und unter diesen Voraussetzungen werden nun Methoden beschrieben, mit denen man unter diesen Bedingungen Triebverzicht leisten kann. Eine ganz einfache Möglichkeit ist die, dass man nämlich zwischen den Liebenden und dem Geliebten eine räumliche Distanz einlegt. Das ist die sogenannte Fernliebe. Je weiter der Geliebte weg ist, desto wahrscheinlicher ist, dass man Triebverzicht leisten muss. Die zweite Möglichkeit ist die, dass er aus einem anderen, einem höheren Stand kommt zum Beispiel. Und schon von daher ist auch ein Triebverzicht angesagt, weil die ständischen Grenzen nicht mehr übergangen, überschritten werden können. Das dritte Moment ist, dass der Status, der eine Partner ist verheiratet und der andere Partner ist unverheiratet. Auch da können die Schranken nicht überschritten werden. Und die vierte Methode, mit der man Triebverzicht lernen kann, ist die, dass man das geliebte Objekt auf so ein hohes Podest stellt, es zum Engel macht, zur Himmelskönigin, zu Maria, der Jungfrau Maria, dass von daher ein körperlicher Vollzug auch nicht mehr möglich erscheint. Wir kommen zu Punkt 3. Die Liebeslyrik Mitteleuropas, im Unterschied zu der arabischen Liebeslyrik, wie wir sie kennengelernt haben, beschreibt vor allem die Beziehung zwischen Ich und Du, die auf dem Moment der Gabe und Gegengabe erst einmal beruht. Und das hat sozusagen seine wirtschaftliche Basis im Rechtswesen der Zeit, im sogenannten Lehensrecht.
dass sich seit dem frühen Mittelalter, spätestens seit der Karolingerzeit eben in Europa verbreitet hat. Und dieses Lehensrecht sah eine Beziehung vor zwischen Lehensherrn und Lehensmann. Der Lehensherr gab dem Lehensmann ein sogenanntes Lehen, ein Gut, und der Lehensmann versprach dafür Dienst und Treue. Und diese Form von Gabe und Gegengabe, die eine Gesellschaft auch ökonomisch, wirtschaftlich zusammenhielt, wird nun in einer veränderten Form übertragen auf die Literatur. Sie spiegelt sich in der Literatur der Zeit wider. Nun ist die neue Form dieser Beziehung ein Dienst, eine Treue ohne Gegengabe. Man proklamiert einen Dienst ahne Lohn, ohne Lohn. Dennoch muss man in Treue zu dem jeweiligen Herrn oder zu der jeweiligen Herrin verbleiben. Dieses Modell des Dienstes ohne Lohn, das ist nun ein Modell, was vor allem auch im 12. Jahrhundert die Ministerialen kennen, die Dienstmannen, also der spätere niedere Adel, ursprünglich Unfreie, die lebenslang einem Herrn dienen müssen, um vielleicht am Lebensende dann mal ein Lehen zu bekommen. Also lebenslang ohne Lohn dienen, das ist die wirtschaftliche Basis dieses 12. Jahrhunderts und die spiegelt sich nun eben in der Liebeslyrik der Zeit wider. Man fordert eine Beziehung zwischen Geliebten und Liebenden, eine Liebe ohne Gegenlohn. In Frankreich heißt das Amar des Amats oder die Amour de Loing, die Fernliebe. Man verehrt die Dame lointaine, die ferne Geliebte, die man nicht erreichen kann. Die unerwiderte, sexuell unerwiderte, nicht erfüllte Liebe macht aus dem frühmittelalterlichen Macho einen höfischen, hochmittelalterlichen Ritter, der Ehre kennt, Maße, Treue, Milde, der Witwen und Waisen schützt und der durch diese Beherrschtheit seiner Person, seiner Triebe, seiner Affekte eine hohe Gesinnung, einen hohen Mut erreicht. Das ist das neue Ideal. Jetzt kann man eben werben, nur mit Worten, nicht mehr handgreiflich. Man dichtet. Und es entsteht sozusagen eine Form von Liebeswerben auch vor der Ehe, was ganz typisch für diese Gruppe von Personen im hohen Mittelalter wird. Ein modernes Lebensgefühl wird proklamiert, ein modernes Liebesgefühl wird proklamiert, die affektkontrollierte, Triebverzicht leistende Liebe, der man nun ein stark sexualisiertes Verhalten gegenüberstellen kann und sehr drastische, derbe Texte, die dann eben auch entstehen und die sich gerade in ihrer Derbheit von dem höfischen Ideal absetzen wollen. Neidhart von Reuenthal ist so ein Dichter, der immer wieder in dieser anderen Richtung getextet hat. Das ist sozusagen meine kleine Einleitung in die Liebeslyrik des hohen Mittelalters. Das nächste Mal werde ich Ihnen einzelne Dichter, französischsprachige, languedocsprachige Dichter und deutschsprachige Dichter vorstellen. Und in einer dritten Sitzung möchte ich wieder kommentarlos Ihre Texte lesen, sodass Sie dann die Gelegenheit haben, diese mitteleuropäische Liebeslyrik einfach mit der arabischen Liebeslyrik Andalusiens zu vergleichen, ohne dass ich Ihnen irgendetwas kommentierend Sie in Ihrer Interpretation einenge. Also das ist der Plan für die nächsten beiden Male.